Mein Name ist Jan Armgard, ich bin Möbeldesigner. Die Kollektion Paul Lindberg, die hat mir sehr gut gefallen, weil es eine kleine Kollektion ist, man Dinge machen kann, die große Firmen gar nicht so umsetzen können. Ja? Ich habe da einige Entwürfe präsentiert und Paul Lindberg hat sich für ein Modell oder einen Entwurf entschieden. So ging das dann auch in die Entwicklung. Und ich wollte auch so eine Bank machen, die ziemlich zierlich ist, ja, mit zwei verschiedenen Gestellen, also einmal ein Holzgestell, weil heute ja Holz sehr stark im Kommen ist, und einmal ein Metallgestell, nicht, was dann noch leichter wird. Und mit meinen Kriterien, die ich selbst habe, also kommunikativ zu sein. Das Besondere der Bank ist natürlich, dass diese Bank hier zwei Ohren hat. Das ist jetzt eine lange Bank. Aber ich kann hier im Grunde genommen die Ohren benutzen, um nicht rauszufallen von der Bank und kommunikativ mit den Menschen zu reden. Ich finde, wir haben ein gutes Produkt hinbekommen, ja, was auch, sag ich mal, formal auch eine Nachhaltigkeit hat. Denn die Nachhaltigkeit besteht ja nicht nur aus dem Material, was nachhaltig sein muss, sondern das Design muss auch nachhaltig sein. Ich muss im Grunde genommen auch nach 10 Jahren da auch noch eine Ästhetik haben, die mir gefällt. Der gestalterische Weg von Paul Lindberg, die immer eigenständige Möbel auf den Markt bringen, ist so, dass da vom Entwurf an bis wirklich zum fertigen Produkt, ne, ja, das eigenständige, für Paul Lindberg entworfene Dinge gemacht werden. Wir sprechen hier über Paul Lindberg, und Paul Lindberg hat eine Strategie, und die finde ich gut. Ne. Ich bin zufrieden mit der Bank. Ich bin wirklich zufrieden als Gestalter. Mit der Bank bin ich sehr zufrieden. Paul Lindberg passt in die Welt.